Aus Es. Schweden. Ja. Nein. Nein. Aus Deutschland. Ja. Yeah. Aber wie versprochen, kommt noch ein Video. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch mal eine Zusammenfassung bringen, was uns denn jetzt am besten überhaupt in Schweden gefallen hat. Man kann ja nicht 4 Monate durch Schweden reisen und dann hinterher kein Fazit ziehen. Nee, also das geht ja mal gar Geht gar nicht. nicht. Wir haben uns 10 Punkte rausgesucht, was wir echt super fanden. Und jetzt sind da auch Ziele dabei, die kann man natürlich nicht nur im Winter besuchen, ne? Wenn Ja. Schnee liegt, hat eine besondere Stimmung zwar, aber im Sommer sind die genauso gut zu besuchen. Eben. Nochmal was ganz anderes dann teilweise auch von Ja, den Landschaften her. eben. Aber eben. Uns war jetzt hauptsächlich im Winter, was uns gefallen hat, Ja. aber Schweden hat alles was zu bieten. Ich habe wieder meine schöne Liste hier. Also als erstes waren wir so ziemlich am Anfang auch im Färnebofjärden-Nationalpark. Fliegen, fliegen. Die fliegen, fliegen. In Schweden fliegen die im Sommer auch, deswegen Ja. waren wir im Winter. Und dort ist halt so eine, ist auch so eine Sumpflandschaft eigentlich. Gibt es bestimmt im Sommer auch ganz viele Fliegen. Ja. Jetzt kommt der Träger hier, Jetzt kommt gibt der es auch in Träger. Schweden. Träger gibt es auch in Schweden, aber hier anscheinend auch in der Fränkischen Schweiz. Ja. Warten wir Fährt mal schon zum kurz. 10. Mal heute vorbei. Immer wenn wir hier sitzen, ja. Ja. Das ist echt schlimm. Also, Färnebofjärden-Nationalpark kann man echt empfehlen. Hat Sehr super schön. Wanderungen. Ja. Das ist mit Stromschnellen und alles. Noch einer. Noch ein. Ganzen Tag. Entschuldigung, ganz nach kommt nichts. Außer der eine. Ja. Ja. Ja, aber Sehr das schön. im Winter auch, da muss man ein bisschen aufpassen, ob die Wanderwege noch frei sind. Ja. Also da muss man vorher sich Oder auch informieren. zu Schmelzzeiten könnte es ein bisschen kompliziert werden, weil der Ja. überwiegend aus Schwemmland besteht und Moorlandschaften und so, Ja. Auenlandschaften. Deswegen muss man gucken, halt im Frühling kann es auch noch ein bisschen problematisch werden, aber dann Sommer, Herbst und sowas alles bestimmt Ja. wahnsinnig schön auch. Und halt im Winter sowieso. Ja, Also. das Eis auf den gefrorenen Flüssen und so, das sah Ja. echt klasse aus. Und Mega. viele Tiere gibt es auch zu beobachten, Ja, wenn man sie im dann Sommer. sieht. Ja. Also im Winter war es ein bisschen Mangelware. Ja, Eulen gibt es dort oder so, Ja, ne? Aber und Marder, also Marder und Biber, Biber und ganz viele so, ja. Biber, ja, haben wir nicht Nee, gesehen, ne? aber es war trotzdem schön. Ja, sehr schön. Ja. Waren wir sogar zweimal. Also, mag schon was heißen bei uns. Genau. Dann sind wir weiter in den Norden gefahren. Wo waren wir dort? Auf einer Husky-Farm. Das ist natürlich jetzt was eher für den Winter. Aber die Husky-Farm, wo wir waren, die bieten halt auch Sommertouren an. Ja. Also Kanutouren da auf den Ja. Seen, auf den, die bei uns zugefroren. Sag mal, was ist denn jetzt los, ey? Fahren plötzlich Reisebusse lang auf einem kleinen Feldweg. Wo waren wir? Genau, die Husky-Farm, wo wir waren, wahnsinnig schön im Winter, super, auch von der Atmosphäre, von den Leuten, die das gemacht und die das machen, super, weil es halt auch eine kleinere Farm ist, sehr familiär und nicht diese Massentourismus-Husky-Farm. Im Sommer bieten sie auch so Kulturtouren an, quasi, die fahren mit euch dann rum und erklären was über die Samen. Samenkultur und sowas alles und machen so Grillabende und so und bieten Mit auch Elch. Ka Elch und Rentier. ja, Pfanne. Ne? Nicht zum Streicheln, sondern zum Essen. Und genau, Kanutouren machen sie. Also auf den Seen, wo im Winter die ganzen Erlkönige, die ganzen Autotester und alles sind und die neuesten Fahrzeuge testen, auf den Seen kann man dann im Sommer im Kanu rumfahren. Und schöne Hütten haben sie zum Vermieten auch. Wenn Genau, man nicht mit dem ja. Camper unterwegs ist, kann man da auch so hinfahren. Eben, ja. Holen einem sogar vom Flughafen, Sehr glaube ich, schön, in ja. Abisko ab. Nicht Nicht Abisko, Luleå. in Lüleå, Luleå, ja, wie es ja. auch immer ausgesprochen wird. Genau. Ja, da oben hat es uns recht gut gefallen im Ja, Norden, Wahnsinn. deswegen dann das nächste wäre auch schon der Polarkreis. Da, wenn man einmal in der Nähe ist, kann man da auch mal hinfahren. Es ist einfach ein Schild, aber es gibt auch ein Museum, war leider nicht Ja, offen. im Sommer hat es geöffnet, im Ja. Winter nicht. Aber es sah von außen durch die Fenster zumindest interessant aus. Ja. Aber ein Stück weiter ist ein noch geileres Museum und zwar in Jokkmokk. Das ist direkt 5 Kilometer hinterm Polarkreis. Gibt es noch ein Samenmuseum. Also Das wahnsinnig ist dann schon cool. das nächste. Du Achso. nimmst hier meine Ja, Punkte vorab. Entschuldigung. Also auch da oben, Polarlichter kann man da Ja. beobachten, wunderschöne. Also da haben wir unsere ersten und die letzten gesehen am Ja. Polarkreis auch, ne? Ja, Kurz vor aber Jokkmokk war die das ersten eben. waren nicht die letzten gewesen, sondern wir Nee. haben öfters welche Mehrere. gesehen, aber Und eben. man sagt ja so, von Herbst bis Frühling kann man die beobachten. Also auch wirklich im September, Oktober hat man die besten Chancen, auch Polarlichter zu Ja, oder beobachten. Februar, März Genau. halt auch nochmal Ja, so so. Ende Januar, Februar haben wir Eben, eigentlich die ja. schönsten dann gesehen.
Also fahrt auf alle Fälle bis hoch, es lohnt sich. Ja. Weil dort sind wir auch nach Abisko noch gefahren, das ist ja ganz im Norden von Schweden, das ist schon an der norwegischen Grenze fast. Ja. Und dort ist dieser Canyon, der Abisko Canyon, auch ein Nationalpark. Dort ist auch der Trail, der da anfängt, der Königsweg, ja. Einer der Top-Wanderwege in Europa oder Fernwanderwege so. Ja, das sollte man auch mal vorbeischauen, weil Gegend ist zwar auch ganz anders wieder, wie weiter südlich, aber es gibt die Rentiere auch überall, die Rentierherden, dieser Canyon noch im Winter halt speziell mit dem ganzen Eis, mit dem blauen, leuchtenden Eis. Also, genau. Wow. Ein bisschen südlich sind dann noch alles voller dicker Wälder und alles Nadelwälder und Birkenwälder, alles voll. Also das ist wirklich der dichteste Wald da. Ja. Und da oben bei Abisko kurz vorher fängt es schon an, da ist dann nichts mehr. Also da sind dann noch ein paar Büsche oder sowas. Und da merkt man halt, dass es halt die Durchschnittstemperatur nicht sehr hoch steigt. Und das ist wirklich alles kahl da irgendwie. Also wirklich. Das ist ganz anders. Und die Bäume sind so niedrig alle. Ja. Aber auch nicht so viel Schnee im Winter. Also dazwischen, wo die Wälder noch halt so dicht sind und so, ist viel mehr Schnee. Da oben ist es schon wieder so kalt, dass da schon gar nicht mehr so viel Schnee ist. Ja. Weil aber auch zum Teil das so nah an Norwegen liegt und an den Lofoten. Da hat man noch die Restausläufer vom Golfstrom und dementsprechend ist wie auf der norwegischen Seite, wo ja nicht so viel Schnee liegt, liegt da oben bei Abisko auch nicht mehr so viel Schnee. Aber also es ist trotzdem warm war es dann. Nee, aber es war eine sehr schöne Winterlandschaft trotzdem. Ja, es war speziell, auch mit den Bergen und so, das hast du ja im Süden auch nicht. Das war echt speziell auch. Ja. Da kann man auch Skifahren gehen. Ja. Gab Sessellifte, die hochgefahren sind und alles. Ja, dann kommen wir weiter, ist wieder ein bisschen weiter südlich. Also Jokkmokk haben wir jetzt schon angesprochen, ist auch da oben in der Gegend mit den Samenkulturen alles. Also die Stadt ist auch ganz niedlich und sowas. Ne? Ja, und haben uns sehr wohl gefühlt da. Ja, also waren wir auch zweimal. Ja. Kann man super Rentierfelle kaufen. Beim Metzger. Und Fleisch. Ja. Ja. Eben und dann ein bisschen weiter südlich fährt man an den größten Stromschnellen Europas sogar vorbei, den Storforsen heißen die. Sehr beeindruckend. Und das soll wohl im Sommer noch spektakulärer sein, weil da die ganzen Wassermassen vom Winter, wenn das alles geschmolzen ist, wäre das wohl gigantisch, was da an Wassermengen runterfließt. Ja. Also da hat uns eben die von der Husky Farm, hat uns nämlich so ein bisschen erzählt, die war dort im Juni, glaube ich, war das. Und das war ein Spektakel gewesen. Ja. Aber im Winter genauso war's auch, sehenswert. Weil es zum Teil eingefroren war, der Fluss und so. Und dann war es, dadurch, dass es dann einmal war, hatten wir fast minus 40 Grad gehabt, wo wir da waren. Und das Wasser war aber trotzdem noch relativ warm. Und dann die ganzen Nebelschwaden über dem Fluss, die aufgestiegen sind. Und das dann alles mit diesem Schnee und so, das war halt schon beeindruckend. Aber im Vergleich zum Sommer, was an Wassermassen runterkam, war das ja nur ein Bruchteil. Und da kann man auch super, das ist wieder so eine, wie so ein Delta, also das ist ganz viele kleine Flüsschen, die dann noch neben dem großen Fluss quasi durchgehen und man kann da überall auf so kleinen Inseln grillen, sind überall Grillstellen und so Unterstände und sowas alles, wo man dann halt auch über Brücken überall hingehen kann, also es ist so eine richtige Parklandschaft, so ähnlich, aber halt komplett natürlich, also im Sommer ist es so, im Winter ist da nichts, also da braucht man nicht hingehen, da kann man höchstens, also gerade mal so kommt man zu dem großen Fluss hin, zu dem Steg, kann sich das angucken, aber mit Grillen oder abseits des Hauptpfades gehen ist da auch nichts, also aber wirklich sehr schön. Also wie ihr merkt, so im Norden hat es uns auch mit am besten gefallen. Also eben der nächste Punkt ist bei mir auch die Gegend um Arvidsjaur, Arjeplog nochmal. Die Lichtstimmung auch im Winter hat uns da so fasziniert. Und man sieht Elche, Rentiere an den Straßen, wie sie rumrennen. Und also die Gegend, die hat uns echt geflasht, muss man sagen. Ne? Also auch von der Landschaft her war es für uns eigentlich die schönste Gegend da oben. Auch mit den Seen, das muss ja im Sommer auch traumhaft sein. Ja. Die haben nicht viel Sommer, da ist wo jetzt der Schnee ist jetzt glaube ich weg. Eben. Aber das fängt halt dann im Oktober wohl auch schon wieder an alles. Ja. Und dann, jetzt hast du dann erstmal ein paar Monate quasi noch, wo der Schnee schmilzt, wo dann auch alles Sumpf- und Matschlandschaft ist. Und dann geht es halt relativ schnell und dann kommt der Winter wieder. In drei Monate kannst du dann so richtig nutzen wahrscheinlich und dann ist schon wieder Schnee. Aber trotzdem auch im Sommer bestimmt eine sehr schöne Gegend. Also und der Winter ist halt anders wie in Deutschland oder hier in der Gegend. Total trocken. Das ist so angenehmer auch von den Temperaturen her und ja, es ist einfach schön. Obwohl es minus 30, minus 40 Grad hat, aber dadurch, dass du nicht diese Feuchte hast, ist es halt sehr angenehm. Also das ist, und es ist schönes Wetter, es ist dann nicht so
neblig, feucht eben und die Sonne scheint dann auch tagsüber. Also es ist ganz anders. Ja. Hätten wir auch nicht gedacht. Ich bin kein Wintertyp eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Aber und das war aber, schon, also würde ich jederzeit auch wieder machen. Ja. Also ja, bis zum Nordkap haben wir es ja nicht geschafft. Also das steht eh noch auf der Liste irgendwann. Ne? Sind halt nicht nach Norwegen reingekommen. Nee. Dann habe ich weiter südlich noch Östersund. Mhm. Sehr schön. Wir haben mal lecker Pizza essen. Mega Pizza. Von unserer, wir haben eine Pizzaliste, die Best Pizzas der Welt. Und da steht die von Östersund im Moment auf Platz 2. Ja. Also das ist schon. Washington DC ist noch auf Platz 1, da haben wir die allerbeste Pizza gegessen. Platz 3 und es hat gerade, also es hat den jetzigen Platz 3 verdrängt, das war in Mexiko gewesen. Mhm. Aber das ist schon, an Washington ist noch nicht dran gekommen, aber die war schon mega, also die war schon echt gut. Auch so kann man ein bisschen bummeln gehen in Östersund, an der Promenade Stadt. Auch ein bisschen so irgendwie auch um das Skizentrum, genau, Biathlon. Das Biathlon-Zentrum besuchen, das Weltcup-Stadion da. Mhm. Also wirklich schon interessant, auch so die Atmosphäre da, gerade im Winter, wenn die ganzen Schweden dann auf dem See mit ihren Langlaufskiern rumlaufen und überall laufen sie mit Langlaufskiern rum und richtig sportbegeisterte oder wintersportbegeisterte Stadt, aber halt auch im Sommer an der Promenade da und da, die haben dann noch Bäder und alles mit Segelbötchen und so, also im Sommer bestimmt auch mega schön, also das ist, ja, muss man auch mal im Sommer hinfahren. Das stimmt. Was uns da noch gefallen hat, da war jetzt der Winter schon fast vorbei, ne? Sind wir ja an oberhalb Göteborg, ne? An die Küste entlang. Küste, wie heißt die Küste? Scherenküste? Ja, nicht wirklich. Nee. Das ist die andere Seite. Also das ist das Stück zwischen so Göteborg und der Grenze Norwegen. Ja. Das Stück. Das war mega schön. Also Wahnsinn. Diese Felslandschaft, diese Felsküste war super schön. Du konntest überall laufen gehen. Also das war so. Aber die Ortschaften auch, so süße so Fischerdörfchen und Haben uns auch richtig wohl gefühlt. Ja. Auch die Leute in Schweden, ne? Die sind halt auch super nett. Ja. Also die sind alle so freundlich und hilfsbereit. Ja. Und selbst in der Zeit, jetzt wo wir da waren, wo man ja sagen könnte, ja, Fremde und sowas alles will man vielleicht jetzt nicht haben im Land, wegen der Gefahr halt, Übertragungsgefahr, aber die waren alle so aufgeschlossen, so, die haben alle gesagt, ja, sie freuen sich, dass wir da sind trotzdem und herzlich willkommen und bla bla bla. Und die waren mega freundlich. Also, war das toll. Land ist für Camper ein Traum. Ja. Wir hatten es ja gar nicht auf dem Schirm eigentlich, das war jetzt nicht unsere Nummer 1. Nee, es sollte eigentlich nur ein Durchfahrtsland sein Richtung Norwegen, aber. Ja. Aber uns hat es so gut gefallen auch. Ja, ne? Aus den 2 Wochen durchfahren ist dann mal vier Monate bleiben geworden, eben, weil es war mega. Also es war, hat uns jede paar Tage wieder neu überrascht. Und auch der Süden ist total schön, ne? Mit den Wikinger-Geschichten. Genau, ja. Und die ganzen Museen, was es so gibt, viele Museen. Leider nicht offen gehabt alles, aber da hast du so viel Geschichte noch dahinter. Ja. Oder die 2 größten Seen, den Vänern und Vädernsee im Süden. Das ist auch super schön dort, die Schlösser. Hm. Also ja, wir haben so viel Unterschiedliches auch gesehen. Klosterruinen hatten sie auch sehr schöne. Eben weil es halt auch alles geschichtsträchtig ist. Ja. So, das ist halt mehr im Süden. Ne? Im Norden hast du mehr die Landschaft und das Weite. Und es ist halt auch viel dichter bevölkert im Süden. Das merkst du halt massiv. Also kannst in der Mitte kannst einen Strich ziehen. Oben hast du Wildnis und Freiheit. Und unten hast du halt schon mehr Kultur und Menschen und Infrastruktur und sowas alles. Aber es war beides schön. Also es war auch unten die Strände im Südteil, diese elendlangen Sandstrände und sowas alles. Das war echt schön. Das ist echt klasse. Auch mit den ganzen Naturparks und so. Du kannst echt viel erleben. Deswegen, also ihr seht, wir sind begeistert. War bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir in Schweden waren. Nö, ich glaube nicht. Also das wird sicher nochmal ein Ziel sein, weil wir haben so viel noch nicht gesehen. Eben, wir waren 4 Monate da und es steht noch so viel auf der Liste, wo wir nochmal angucken wollen oder wo wir noch nicht waren. Deswegen, also, wir kommen wieder. Jede Region lohnt sich wirklich. Ja. Also die hat was für sich. Also ist ganz egal, wo man hinfährt. Ja. Ne? Und im Sommer, man kann Kanu fahren, man kann irgendwas noch auf Seen machen. Biber-Watching-Tour. Biber-Watching, Elch-Watching. Ja. Ja, auf Jagd kannst du sogar auch gehen, aber das wollen wir nicht. Ja, eben. Also da grenzenlos. Ja.
eigentlich, ne? Ihr könnt ja mal sagen, was eure Tops sind so in Schweden, wenn ihr schon mal da wart. Eben, wir wissen ja, dass einige von euch auch gerne nach Schweden fahren. Genau, vielleicht können wir also, ja noch was für unsere Liste ergänzen, ja, wenn wir dann nochmal hinfahren. Wo dass man wir unbedingt mal hin sollte. Ja, dass ja, wir dann das alles dabei haben. Ganz toll ist, ja. Es gibt auch viele Wasserfälle noch. Eben. Das ja, Wasserfälle, noch. Schöne ja, große Wasserfälle, ja, da waren wir an den größten gewesen und eben, die waren auch mordsinteressant. Der Ten Forsen ist auch zu empfehlen im Winter, ne? Das war der ganz große. Ja. Der war super klasse auch. Ja. Ja, wir hören gar nicht mehr auf hier. Es sollte eigentlich eine Top 10 werden, aber ja, es reicht nicht. Es artet aus hier. 10 Highlights für Schweden, das ist bei weitem noch nicht wenig genug. Ja, vor allem, deswegen, wenn man 4 Monate dort war, sieht man halt schon eine Menge. Ja. Also, wir wollen da jetzt euch auch nicht langweilen mit. Nee. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, ein Abo. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oh, tschüss.